So, YouTube. Hallo und willkommen. Bei uns geht es unfallfrei weiter in, nicht Worker and Resources, in Wasserplanung. Wir müssen unseren Wasseranschluss hier machen. Wir haben noch 111 Rohre. Ich glaube, das könnte sich gerade so ausgehen. Und ich glaube, nee, doch, eins höher noch. Das ist sehr gut. Und den anderen müssten wir dann von der Seite hier hinten später holen. Und da wir nur 500 Liter Wasser entnehmen, brauchen wir hier auch nur eine Pumpe mit 500 Litern Wasser dann erzeugen. Was mich ein bisschen stört, hier ist genauso viel Zeug im Weg. Das werde ich aber nicht wegkriegen in der Gänze, dass wir hier Pumpen hinkriegen, oder? Müsste ich 3 Ebenen tief bohren. Aber jeder Meter macht die Pumpen effizienter. Den werde ich da dran wehren. Deswegen, ja komm, Sand geht schnell weg. Nur 296 Kilometer Rad gefahren am Wochenende bist du, Lightro. Wow. Okay. Da bin ich ja mit meinen 102 Kilometern richtig am Abkotzen dagegen. Apropos die 102 Kilometer. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber ich kam nach Hause und habe gesehen, dass der YouTube-Livestream leider auf offline stand. Beziehungsweise privat. Es ist so dumm, wie YouTube seine Livestream-Zeit verwaltet. Ich habe vom letzten Livestream, was als Video abgespeichert war, den Sichtbarkeitsstatus auf privat gesetzt, einen neuen Livestream gestartet und der war dann auch noch auf privat. Und das habe ich einfach nicht gesehen, als ich dann los bin zur Radtour. Oh, da habe ich mich richtig geärgert. Ich überlege den halt, aber ich weiß halt nicht wann, einfach mal live zu streamen, wenn ich nicht streame. Dass ich den dann einfach ausspiele, so als VOD. Dass er dann auch mal auf YouTube lief, aber... Okay, hier kommt gar kein Wasser mehr hin. Das ist schlecht. Also, wir können auf jeden Fall sagen, Wasser ist wirklich nur da, wo Wasser vorgesehen ist. Das heißt, ich brauche auch gar nicht weiter ranbohren, nicht? Toll. Unmotiviert? Ah ja, es gibt so Phasen, wo man unmotiviert ist, auch irgendwas zu machen. Kenne ich auch. Ich hatte ganz kurz auch so eine Phase, wo ich gesagt habe, boah, gar keinen Bock mehr auf Stream. Und dann hat sie es wieder komplett gefangen. Jetzt habe ich wieder keinen Bock auf Arbeit. Also, falls jemand einen Job hat, gerne her damit. Ich habe auch überlegt, kennt ihr Pirate Software? Den ehemaligen Blizzard-Mitarbeiter, der gerade so durch die Decke geht und 1 Milliarde Views geknackt hat. Ich habe den durch Zufall in meine Timeline bekommen und fand ihn vom ersten Moment an klasse. Und der hat auch von 2017 oder so an gestreamt auf YouTube und hatte keinerlei Aufrufe. Er meinte, kein Arsch hat sich seinen Scheiß nur irgendwie angeguckt. Und letzten Monat hat er einfach irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, warum auch immer, ich weiß gar nicht wieso. Und hat jetzt sofort 1 Milliarde Aufrufe generieren können. Das ist schon insane, muss man sagen. Und der macht nämlich ein eigenes Spiel und gibt auch so, sag ich mal, Motivationstipps oder auch Ideen,
wie man damit umgehen soll, wenn man halt irgendwie gerade keine Lust hat, weil er das halt selber kennt. Und der hat auch erzählt, wie zum Beispiel, dass man mit dem größten Scheiß-Game auf Steam auch zum Beispiel Geld machen kann. Und mir fehlt trotzdem, obwohl er das sehr gut dargelegt hat, einfach die Motivation, das einfach mal zu probieren. Aber theoretisch ist es wohl super easy, auf YouTube, auf Steam Spiele einzustellen. Man muss wohl eine einmalige Gebühr zahlen und dann halt die 30% oder was die nehmen. Aber insgesamt kann man halt auch mit einfachen Asset-Scheiß-Game hunderte Millionen Euro machen. Er hatte da ein Beispiel von irgendwelchen, ja, fast schon Scam-artigen Spielen, die er nicht mag. Und er hat die Welt halt nicht verstanden, dass die einfach so viel erzeugen konnten, nicht wahr? An monetären Einnahmen, nenne ich es mal. Aber ja, so ist es halt, nicht wahr? Manchmal ist die Welt halt einfach komisch. Aber, ja, aber allein diese Aussage, dass man selbst mit schlechten Spielen theoretisch gut leben kann, müsste mich eigentlich mehr dazu motivieren, meine Spiele, die ich mal angefangen habe, fertig zu machen und einfach mal auch vielleicht einfach einzustellen, nicht? Aber naja. Irgendwann. Ja, auf welche Höhe müssen wir rauskommen? Na. Hier wäre gut. Ihr sagt gar nichts, dass die Musik zu leise war. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum gar keine Musik mehr läuft. Okay. Wie machen wir das? Timen wir auch immer hier. Ja, oder? Ach so, wartet. Das ist eins zu dich dran. Das geht erst ab da. Musik lief doch, ja, aber anscheinend super leise. Ich habe jetzt... Kennt ihr das, wenn man so in irgendwas drin ist, dass man einfach nichts drumherum mitkriegt? So war es gerade bei mir. Vielleicht hat aber auch gerade das Lied einfach nur gewechselt. Das kann auch sein. Und was ich heute auch gesehen habe, was ein richtig geiles Hobby sein kann, Teppichknüpfen. Es gibt so, wie heißt das? Tuffing. Ey, das sah ja genial aus. Hab da heute beim Streamer bei einem Sebastian zugeguckt und ich muss sagen, ich war hochgradig begeistert. Wir müssten eigentlich da vorne hin. Also ich kann es nur hier. Ja, eigentlich müsste es doch auf der Höhe. Ich dachte, ich krieg das da hin, aber kriege ich nicht. Ja, dann müssen wir. Komm, dann machen wir es jetzt so, weil bis hierhin laufen ja eh die Plattform theoretisch und erst hier müsste es runtergehen. Das heißt, hier müsste es runtergehen. Ja, auf jeden Fall kann man richtig geile Sachen damit machen, mit diesen Teppichknüpfen.
Das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass das so ein handwerkliches Ding, wo ich sagen würde, das kriege ich sogar auch noch hin und es könnte mir sogar Spaß machen. Ein cooles Endergebnis. So ein bisschen wie 3D-Drucken. Nur, dass man halt echt was mit Wolle macht und am Ende einen coolen Teppich hat und das skalieren kann, wie man eigentlich möchte. Nur bei guter Musik beschwerst du dich über die Lautstärke. Ey. Okay, und wir sehen, hier haben wir ein Problem. Wenn ich hier mit Wasser rauskommen will. Genau deswegen wollte ich das eigentlich nicht so machen. Bei mir kann es gar keine schlechte Musik geben. Davon mal. Erstmal möchte ich eine Intervention. Okay, aber das heißt, die würden laufen. Was fehlt ihnen? Natürlich Stromanschlüsse. Daran. Nimm mal hier genau in die Mitte. Und dann gehen wir hier einfach in die Mitte. Kann ich nach oben gucken? Ich glaube, das war eins zu weit. Ja. Wir müssen... Ich sehe halt nicht. Ich glaube, da... Nee, doch da. Okay. Okay, passt. Daran. Wie kann ich eine Verbindung aufheben? So. Und jetzt dürften die hier mitlaufen. Ausgang 331 Kilowatt. 331. So, die kriegen jetzt alle die gleiche Lastverteilung. Theoretisch haben wir jetzt ordentlich was an Energie, was hier zusammenkommen kann. Also vorher hatten wir 4 und jetzt haben wir 8 erweitert. Das heißt, selbst wenn jetzt alles anfängt zu laufen, sollten wir genug Energie haben. Ja, ich habe noch nicht geguckt, aber wir müssen eigentlich diesen Samstag Rad fahren. Nicht wahr? Ich fand die Radtour wieder aber so semi, weil das mit dem Netzwerk halt nicht geklappt hat. Da gerade nach Trebsen runter. So, jetzt haben wir genug Platz, glaube ich. Nee. Genug Platz, dass wir hier die Level 2 Dinger bauen. Wunderbar. Dann setzen wir die auch gleich ein Stück weiter nach vorne. Wir haben hier noch ein paar Plattformen. Dann habe ich nicht so viel Angst, dass das gleich irgendwie alle läuft. Wo sind die Dinger? Wo seid ihr? Nur 2? Achso, der eine läuft noch. Okay. Die haben auch eine höhere Reichweite, glaube ich, von dem, was sie erreichen können. Von daher haben wir da mehr Ruhe gewonnen. Ich meine, da wird nicht mehr verbraucht, dass es da oben rausgezogen wird, nicht?
Inventar verwalten. Achso, da unten. Ich darf das ja nicht reinwerfen. Scheiße. Jetzt habe ich so viel von dem Zeug im Inventar und hier oben ist nicht leer. Müssen wir es halt so machen. Dann werde ich schon los, den Mist. Zack, weg. Zack, weg. Haben wir es los? Jawohl. Dann würde ich sagen, ist unsere Mission mehr Strom abgeschlossen. Wir haben die Ressourcen erhöht. Wir haben die Anzahl der Stromdinger erhöht. Und können unsere Reise heimwärts 2 Kilometer zurück antreten. Ja, und was mich genervt hat, die Steilküste, sag ich immer, die Steilwand, die wir mit dem Fahrrad ansteuern wollten, die ist ja gesperrt gewesen. Das heißt, da würde ich gar nicht langkommen. Und den Mulderadweg, den es gibt, der ist halt nicht immer an der Mulde entlang. Das finde ich zum Beispiel in Deutschland ist auch so ein Problem. Man hat coole Radwege und dann fährst du diesen Radweg und auf einmal geht er von dem coolen Punkt, wo du langfahren willst, einfach weg. Führt dich irgendwie an der Autobahn ran, dann musst du an der Autobahn x Kilometer runterjuckeln, dann wieder zurück durch 8 Dörfer, wo die Straße nicht ausgebaut ist, dann kommst du wieder 2 Meter an so einem Gewässer und dann wirst du wieder zur nächsten Autobahn hochgeleitet, um da dran wieder einen Weg zu haben. Irgendwie ist das nicht so der coole Radweg, wie ich mir das vorstelle, nicht? Und in den Niederlanden und Frankreich kannst du irgendwie hunderte Kilometer an Flüssen entlang ballern. Weil da schön links und rechts Gewässer ist, mal hier und da ein Ausflugscafé, warum wir sowas nicht haben. Ich meine, klar, ist auch schön, naturbelassene Flüsse zu haben, wie die Havel. Aber ich meine, in Leipzig zum Beispiel sind die meisten Flüsse künstlich. Oder Bergbauflüsse, genau wie die Seen. Also da hätte man das auch alles ein bisschen besser machen können. Wobei die Seen im Süden schon echt gute Radwege haben. Da darf man sich jetzt auch nicht beschweren. Eurovelo ist ja auch so eine Katastrophe. Ja, da Ronny Berger mit Knirps und Dean sind ja letztes Jahr mit einem Tridem, ein Fahrrad für 3 Personen, von Aachen nach Paris zur TwitchCon oder irgendwie so gefahren. Und die sind dann teilweise auch an den Eurovelo gekommen. Und Dann fahren sie durch Niederlande den entlang, glaube ich, ein Stück geht der, oder Belgien. Da war der noch ganz okay und dann kommst du in Frankreich an und dann hört einfach so auf und einfach Schotterstrecke oder sowas. Da denkst du ja auch so, boah, Alter. Und dann irgendwann Matschlöcher, wieder Schotterwege. Das kann doch kein, also das kann doch nicht ernst gemeint sein. Klar ist das eine nette Strecke, die man ruhig fahren kann, aber das ist doch keine, also das will ich doch nicht fahren. Nicht? Klar kann ich das fahren, aber das ist... Oh. Wäre halt schön, wenn da ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen wird. Ich meine, man braucht ja nicht mal die beste befestigte Oberfläche. Aber von mir aus Betonplatten, alte, die man irgendwo herkarrt und dahin legt einfach nur, nicht? Ich fahre sehr gerne über, hier im Osten gibt es so Radwege, die über Feldwege gehen, wo so die Bauern sich so alte DDR-Platten halt wirklich in 2 Schienen einfach nur hingelegt haben, um auch drüber zu fahren. Da könnten wir hin, das ist an der Saale ganz oft so. Und das finde ich zum Beispiel klasse, das reicht völlig aus, ja. Es muss ja nicht perfekt sein, aber du hast nicht diese Schlammkuhlen, du hast nicht diese Steine, über die du fährst und dir den Reifen vielleicht aufreißt. So, was brauchen wir überhaupt? Wir müssen unser Zeug wiederholen aus den Lager. Du findest es schön, wenn nicht alles asphaltiert ist? Ja, klar, manchmal will man auch Offroad fahren, aber es kommt immer darauf an, wie es nicht asphaltiert ist. Also, wo wir jetzt lang gefahren sind, die letzten Male, hattest du ja teilweise, was alte Schienenbette sind, diese dicken Wackersteine, um das Gleisbett und Fundament zu stabilisieren. Und ich muss sagen,
Das ist ein bisschen, hier, die hätte ich benutzen können, bisschen zu heavy, da mit den Rad lang zu pesen. Ich glaube, das brauchen wir diesmal. Ich nehme mal das auch mit. Da wünschte ich mir einfach, wie gesagt, keine perfekte, aber irgendeine Befestigung. Ja, also ich fahre zum Beispiel sehr gerne auf, auch auf Waldwegen, die nur Sand sind. Aber diese Kiessteine, die sind die Pest. Das ist laut, das knattert, man rutscht drauf weg. Ja, gut, wenn der Sand nicht feucht ist, sondern sandig, dann ist er auch scheiße. Aber so ein festgefahrener Waldsandboden, boah, der fährt sich so gut. Das macht richtig Spaß natürlich. Aber hat man halt selten so eine Strecken. Das hatten wir in Merseburg am See so kurz. Nur blöd, wenn dann da auch so dicke Brocken von Steinen drauf liegen. Das ist dann auch immer nicht so geil. Wo sind meine Level 1? Okay, da sind sie. Dann können wir nämlich die nächsten Förderbänder endlich bauen. Alles weg, egal, Maschinenteile weg. Ah, können wir alles selber herstellen. Dauert dann zwar länger. Aber ich will die Level 1 Dinger weg haben und wir brauchen die 300, 400 Förderbänder gleich. Wir haben jetzt 1135. Und wir müssen da vorne hin und weiterbauen. Die Schotterstrecke ist dann der Eurovelo. Ja, ja, ne, ja, meine ich ja. Der hört nicht auf. Das ist der Eurovelo. Und das ist, also, weißt du, wenn es nicht der Schnellrad, also Schnellrad, Fernradweg Europas wäre, dann würde man ja auch sagen, kein Problem, der muss nicht befestigt sein. Aber ich meine, als Vorzeige Fahrradautobahn wäre schon schön, wenn es dann wenigstens diese Sache befestigt ist. Genauso gibt es in Berlin ja auch diese ausgewiesenen Radwege und teilweise kommst du da aus Straßen, die aus dem Mittelalter sind und ungelogen, also da gibt es die Barnimer Völkerwege oder so heißen die, die sind als Radwege ausgewiesen. Alter, da kann kein Rad fahren, da kannst du nicht mal mit einem Auto drüber fahren. Da stehen einfach spitze Steine im Weg hoch. Und zwar die ganze Zeit. Also da kannst du nur am Rand neben dem Weg fahren, weil da so eine Sandkuhle inzwischen ist. Aber wer sich das als Radweg ausgedacht hat, der muss dreimal was durch die Nase gezogen haben vorher und das halbe Gehirn verloren haben. Das kann nicht ernst gemeint sein. Also da war safe noch nie jemand außer der das Schild aufgestellt hat. Das ist einfach nur verrückt manchmal. Und solche Situationen müssen einfach abgestellt werden, finde ich. Dann sollen sie es nicht als Radweg auszeichnen. So einfach ist es manchmal. Dann ist der Eurovelo halt nur 200 Meter lang, nicht? Ja. Ich bin im Wald mal in eine Traktorspur hängen geblieben und dann mit Klickpedale. Da fällt man einfach mit dem Fahrrad um. Ja, nicht nur du. Wo waren das? Beim Wandern bin ich ja auch in so eine Traktorkuhle geraten. Selbst das war schon scheiße. Und als Rad, die sind richtig tief, diese Furchen, nicht wahr? Da hast du keine Chance. Ich glaube, ich meine, wenn man jetzt das richtige Mountainbike hat, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber so, was wollten wir hier nach vorne transportieren? Die Dinger da, nicht? Okay, dann sind wir ja fast am Ziel. Wege werden nur als Radwege ausgewählt, damit die Statistik schöner ist. Das bekannte Politiker-Bullshit. Ja, das glaube ich sogar. Damit so und so viel Quote Radweg ist. Ja. Ist halt nicht ganz so geil, muss man mal sagen. Ich mach das mal da. Und von hier dann nach vorne. Zack. Oh oh. Oh ne. Perfekt gewesen. Ein zu viel vielleicht, oder? Ein. Nicht abreißen. Nicht abreißen. Nicht abreißen.
So, jetzt haben wir die richtige. Nee, er hat sich nicht angepasst. Ich weiß immer nicht, in welche Richtung er das schafft. So. Wunderbar. Dann werden die Dinger jetzt auch nach vorne befördert. Die Leiterplatten sind also endlich geschafft. Und wir haben noch 1162 Förderbänder. Ich habe hier doch irgendwo eine Leiter. Ich versuche die ganze Zeit da hochzukommen. Wir müssen nämlich noch auf Output stellen. So möge die Reise eröffnet sein. Viel Spaß, Leiterplatten. Auf Wiedersehen. Es war schön mit euch. Baut uns neue Forschungspakete dann. So. Jetzt bin ich halt gespannt, wie sich das dann auf Dauer hält, nicht? Aktuell wird halt noch genug nachgeliefert und hier liegt halt genug an. So, wenn wir jetzt hinten genug nachpressen können die ganze Zeit, dann haben wir gar kein Problem mehr. Nur wenn irgendwann das hier leer läuft, haben wir ein Problem. Ich halte nichts von Fully Mountainbike mit 12er Kassette, wenn eine 12-fach Kassette braucht, hat keine Kraft in den Beinen. Okay. Das sind dann wieder so Fachspezifika, die ich nicht kenne. Für mich gibt es Mountainbike-Es, ich kann über alles fahren und ja. Okay, kann sich behaupten aktuell. Zu Bild auch nicht. Zu Bild auch nicht. Okay. Sehr gut. Dann auf zum nächsten Olomit und auf zur Säure. Also, was stellen wir denn her? Wir stellen aktuell her Leiterplatten. Wir brauchen Energiezellen und wir brauchten noch irgendwas. So, und für die Energiezellen brauchen wir Xenopheritplatten. Achso, das sind die Platten. Okay, die könnten wir hierher liefern. Oder da produzieren. Aber wenn ich sie da produziere, kann ich sie auch von da rüberholen, nicht? Also das ist dann auch kein Problem mehr. Ob ich das jetzt hier irgendwie runterleite oder das hier durch den Berg leite. Dann müssen wir nämlich den Berg nicht sprengen. Nur das hier müssen wir sprengen, stimmt. Das hier ist relativ weit oben mit 63 Metern, nicht? 122? Nee, 122 ist weit oben. Genau, 135 ist ganz oben. Ich nehme mal den Scanner. Kassette ist das Ritzelpaket hinten. 12-fach heißt hinten 12 Ritzel. Standard ist 9-10. Irgendwie kann man kam 11-12, weil der Mensch immer fauler wird. Okay, und das hat wirklich auch Effekte, ja? Also, ich muss ja sagen, das mit den Ritzeln habe ich noch nie verstanden. Das kann mir, glaube ich, auch 30, 40 Mal erzählen. Ich verstehe es immer noch nicht. Oh, warte mal, was haben wir? Hä? Hier ist eine Olomit. Und da unten ist auch eine Olomit. Und da auch? Ah ne, das ist das Mineralgestein. Okay, also die ist komplett. Nicht? Die hier ist nur halb. Die ist nicht so groß. Oh, was haben wir da? Technumerz. Achso, das bauen wir ja auch ab. Ja, dann würde ich eher das hier nehmen. Und das hier oben als Reserve für die Seite, weil die ist auch nur halb. Machen wir hier. Oh, das ist eine schöne Kugel da unten. Hallo, nimm dir. Also wer aber 20 oder 30, 40 Kilometer mehr fährt, ist sicher kein voller Mensch, auch wenn er 12 Dingens hat. 10 Ritzel von groß nach klein, sagt normaler Mensch. Großes Ritzel, der einfachste Gang. Und wenn jetzt noch 2 größere Ritzel dazukommen, wird's noch einfacher. Aber ganz ehrlich, dann verstehe ich nicht, warum
baut man nicht einfach größere Ritze und verkauft diese Räder als, weiß ich nicht, Seniorenrad oder so? Sondern verkauft den Senioren E-Bikes, mit denen sie mit 30 km/h durch die Städte heizen und die Leute umrasen. Also, wenn es dafür gute technische Lösungen gibt. So, jetzt müssen wir die richtige Höhe treffen. Ich glaube hier, oder? So, und wir wollen ja an den Rand davon. Ich hätte Sprengstoff mitnehmen sollen, nicht wahr? Fahrstuhl oder nicht Fahrstuhl? Der Fahrstuhl macht halt, dass das Wasser bis unten breit fließt. Aber es ist, glaube ich, egal, nicht? Ob ich den Fahrstuhl nehme, da muss ich nicht selber bauen. Wo ist denn der Fahrstuhl? Habe ich nicht mehr ausgerüstet. Da ist der Strom. Oh Mann. Man kann sich hier echt schlecht positionieren. Okay, haben wir hinbekommen. Hoffe ich zumindest. Wir scannen lieber nochmal. Nicht, dass ich mir das halbe Vorkommen wegfetze. Okay, wir können eigentlich noch weiter nach hinten, aber das ist schon okay, die Stelle hier. Das ist ja erstmal nur zum Graben. 64. Okay, wir müssen also auf 64. Konfiguration neu. Auf 64. Die nehmen wir minus 1. Auf 614. Nein. Und die hier nehmen wir 0. Dann sagen wir bestätigen. Und dann sehen wir nämlich, wie dieser Fahrstuhl anfängt, selbstständig zu graben. Dann können wir danach nämlich bis unten fahren. Ich hoffe nicht, dass der... Es ist halt echt schwer einzusehen. Es geht vorbei, nicht wahr? Also höchstens die kleine Kante wird getroffen. Okay. Hätte vielleicht noch dazu sagen sollen, dass ich damit Leute meine, die von 10 auf 12 wechseln, nicht die schon immer 12 waren. Okay. Das ist dann quasi die Klassifizierung zwischen den Radfahrern. Das hier sieht aus, als ob jemand... Ja, das ist eine gespiegelte Textur, nicht? Die im Paint irgendwie testweise mal bemalt wurde. So sieht's aus. So ist er jetzt langsam mal fertig. Und runter mit uns. Scheiße, jetzt habe ich irgendwas Falsches gesagt und nimm dir es nicht mehr, mein Freund. Was? Nimm dir mal... Nur dafür da, das zu sagen. Nimm dir ein Beispiel, normaler Mensch. Nein. Ich verstehe das ganze System sowieso nicht. Oh, wir haben echt die Kante getroffen, nicht? Das war wirklich auf den Millimeter. Sehr gut. Was zockst du denn? Bin am Zocken, das klingt ja gut.
Und wir müssen beim Olomit aber obendrauf, nicht? Mit den Bohrplattformen. Ah, stimmt. Oh. Das heißt, wir müssen uns erstmal nach oben bauen. Obwohl, wir müssen uns ja nicht mehr nach oben bauen. Wir können einfach hier wegsprengen ab hier. Oh, okay. Gut, ich könnte jetzt auch den Fahrstuhl benutzen, nicht? Aber ich habe ihn eigentlich nur benutzt, dass er uns ein Loch baut. Braucht den Fahrstuhl eigentlich gar nicht. Hallo, Fahrstuhl? Boah, wirklich jetzt? Es muss erst die Station abgerissen. Oh mein Gott. Okay, dann lassen wir ihn stehen. Diablo 4. Ah, okay, die neue Season nebenbei. Da wird geschnetzelt also. Da gab's doch irgendwie was Neues. Ansonsten haben wir noch alles da, nicht? Ja. Wir können ja schon mal die Maschinen bauen, die wir brauchen. Also, erstmal müssen wir Roh-Olomit fördern, nicht? Das machen wir dann zu Olomit-Gas. Das ist das... Wir kriegen 90 Olomit-Gas und nur 10 Abgase. Wir brauchen aber auch anstatt... bei Polymerplatten brauchen wir 5 Polymerflüssigkeit, brauchen wir aber auch 75 Liter Olomit-Gas für 40 Olomit-Säure. Ich weiß gar nicht, was wir mit der Säure herstellen können. Wir brauchen 60 Liter Säure für eine Dings. Für 6 Energiezellen. Also 10 Olomit für eine Energiezelle. Das heißt, aus einer Förderung in 8 Sekunden können wir 4 Energiezellen herstellen. So, das braucht aber nur 8 Sekunden. Und das braucht 30. 8, 16, 24. Also ungefähr 3,5 von den Flüssigkeitsfertigern brauchen wir, also brauchen wir dreimal so wenig chemische Verarbeiter. Das heißt, wenn wir von denen 6 Energiezellen ist echt viel, aber halt in 30 Sekunden. Wenn wir von den 10 bauen, brauchen wir von denen 4. So, wenn wir von denen 4 haben, brauchen wir 75 Olomit Gas in 8 Sekunden. Und der macht in 4 Sekunden 90. Das heißt, das hier ist eine 1:1 Umsetzung. Bisschen weniger. Aber bei den Mengen, die wir haben, der macht 180 in 8 Sekunden. 180 sind ungefähr 2,5. Okay, also wenn wir von den, sagen wir 12 haben, dann haben wir von denen 4, dann haben wir von denen auch 4 einfach. Dann können wir nämlich einmal Abgas machen. Da hätte ich fast gar kein neues Olomit fördern müssen. Jetzt, wo ich mir das mal durchrechne. Ja, aber gut, ist halt so. Für euch ist es vermutlich gar kein echtes Radfahren. Für mich ist alles, was sich fortbewegt, echtes Radfahren. Ich bin da, ich habe gar keine Ahnung, warum hier überhaupt auch 2 Anschlüsse noch sind, die nicht gemacht sind. Ich habe da gar keine tiefer gehende Ahnung von. Von daher bin ich, jeder, der irgendwas an Kilometern reist, ist doch einfach eine coole Sache für die Gesundheit. Und man muss ja nicht so wie ich, also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann einfach nicht ruhig fahren und meine Pause machen. Weil wenn ich eine Pause mache, dann schaffe ich auch nur 20 Kilometer. Deswegen bin ich immer so einer, der übertreibt. Aber ob das nun auf dem Hollandrad oder auf dem Mietfahrrad ist. Ein Kumpel von mir war schon mal hier, wir sind um die Seen gefahren mit einem Mietfahrrad für ihn. Aber Mietrad, wirklich so ein Nextbike-Mietrad. Und haben da auch unsere 40, 50 Kilometer gemacht. Ich hatte natürlich mein altes, aber es war auch nicht viel besser. Ich bin da ganz leidenschaftslos. Wo bin ich noch leidenschaftslos? Bei... Wir können die Wasserdinger... Das brauche ich nicht. Was brauche ich? Sprengstoff brauchte ich. Deswegen sind wir hier.
Wegen dem guten Sprengstoffikus. Hollandrasse ist sogar das gesündeste von allen. Ich glaube auch. Aufrechtes Sitzen und so. Eigentlich ist es Radfahren, wenn du dann Schlag in der Wirbelsäule kriegst, ja auch echt ungesund, wenn du kein gutes Rad mit Federung hast, wo du richtig drauf sitzt. Also. Ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich meine Stoßdämpfer, die anscheinend zu waren vom Werk aus, oder von dem, wo die das gemacht haben, da hatte ich ja die erste Tour, das ging ja wirklich richtig in den Rücken. Ich hatte richtig Schmerzen, bis ich gemerkt habe, die haben die nicht richtig aufgehabt. Das ist echt. Und danach ging es ja jetzt, nicht? Die letzten Touren, die waren ja alle bombig. Aber ja, die Devise ist, wenn man will, dass etwas funktioniert, mache es selbst, nicht wahr? Mädchen pink, Junge blau ist ja auch sowas. Ja, ist auch ganz komisch, warum das so sein müsste. Also ich muss sagen, ich mag lila zum Beispiel total gerne. Aber ich habe nur einmal ein lilanes T-Shirt gehabt, weil einfach auch so... Ach, naja, trägt man ja eigentlich nicht, nicht? Einfach weil man schon in einem Alter ist und der Gedanke daran dann komisch ist. Dabei würde ich gerne lila mehr tragen. So, oh, ich habe den Fahrstuhl nicht hochgeholt, nicht wahr? Shit. Wo ist denn diese Taste? Hier ist irgendwo eine Taste. Hä? Da, da ist er. Komm hoch, Aufzug, komm hoch. Wir wollen ein bisschen was wegsprengen gehen. Obwohl, wir brauchen den gar nicht, oder? Wo war denn das Loch, wo wir runter konnten? Hier. Also alles lila mögen, hassen... Alle, die lila mögen, hassen auch Hunde. Naja, sagen wir mal so, ich bin kein Hundeliebhaber. Also ich hab Schissi vor Hunden. Generell aber auch Haustier. Ich mag auch Katzen jetzt nicht so besonders. Ich finde sie süß, aber ich muss nichts mit ihnen zu tun haben. So, das nenne ich mir doch mal gesprengt. Jetzt haben wir hier wenigstens ein ordentliches Loch. Jetzt können wir hier drüber weitersprengen. Ich glaube aber eher tiefer müssen wir sprengen. Aua. Also Sprengen ist in dem Spiel wirklich eine Wissenschaft. Wie in echt auch. Ja, wenn ich jetzt nochmal da... Nee. Also allein das Platzieren ist eine Wissenschaft, sagen wir es mal so. Das Sprengen nicht, aber... Das Platzieren davon ist echt, wo der das manchmal hinwirft. Ja. Und jetzt noch einmal... Da, glaube ich. Jawohl. So. So ein Ding. Jetzt haben wir die Oberfläche freigelegt und den Rest machen wir von Hand. Ich habe jetzt meinen ersten Hardcore-Schau auf 100. Alles fürs Achievement, sagt neben dir. Er ist schlimm, wenn man so das eine Ziel hat und das dann ums Verrecken hinbekommen möchte. Aber es ist auch schön, Ziele zu haben. Wobei jetzt vielleicht Ziele im Computerspielen also auch nicht die Welt verändern, aber auch meine Ziele beziehen sich eher auf Computerspiele, nicht wahr? Also wem sage ich da was? Ich würde auch tausendmal eher einen Gewinn in einem Computerspiel vorziehen, als irgendwas anderes wie Socializing zu machen.
finde das immer lustig, damals, als die ganzen MMO-RPGs so aus dem Boden geschossen sind, da kommen ja die ganzen Memes her, dass die Eltern immer wollten, dass man zum Essen kommt. Aber das ging ja natürlich nicht, weil man ja in einem Online-Spiel war. Nicht wahr? Tja, ich glaube, das hat sich ja bis heute nicht geändert. Voyage, Voyage. Apropos Voyage, Voyage. Ich würde sagen, dieses spannende Ding hier werde ich alleine ausbauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn das hier steht. Bis gleich.